Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Remastered Edition. Ausnahmezustand auf Seiten der Not Remastered. Ganz genau. Und ja, Add-on vom Tiberium-Konflikt. Und wir waren ja letzten Mal, in der letzten Mission hier in die GDI-Basis eingedrungen. Und wir mussten uns hier auch von innen heraus quasi durchfressen hier durch die ganzen Verteidigungsanlagen. Und das haben wir aber beim letzten Mal schon schön geschafft. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter jetzt hier. Mein Plan ist, dass wir jetzt hier die zwei Obelisken bauen, damit der Gegner keine Chance mehr hat, mit irgendwelchem Mist hier anzukommen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Hier unten hat er noch ein bisschen was. Da werde ich gleich noch hin müssen. Aber das kann ich ja machen, das ist ja kein Thema. So, der erste Obelisk, der steht. Sehr schön, Leute. So, die brauchen ja 150, ne? Dann würde ich sagen, brauche ich ein kleines Kraftwerk. Alles klar, Leute. So, dann nächster Obelisk. Kostet genau noch. So! Och nö. Och nö, das ist aber. Boah, wartet mal. Da muss ich mir da jetzt den wieder zurückholen. Oh Mann. Scheiße, Mann, da muss ich jetzt meine Verteidigungstürme verticken. Okay, interessant. So, zum Glück hat er mir nur das hier weggenommen, ey. So, dann bring das bitte rein da. Alter! Was ein Scheiß. Jetzt habe ich keine Verteidigung mehr. Ach, Leute. Zurück auf Null. Ja, toll. Scheiße, ey. Wirklich, das ist so ein Müll. So ein Kack. Aber gut, egal. Kriegen wir auch so hin. Ja. Kriegen wir auch so hin. Was so? Erschreck mich nicht, blöder Jeep. Ja, ich habe. Aha. Ja, dann, das kannst du versuchen. Nochmal fünf Invasoren hier. Penner. Weg mit dir, ey, wirklich. Kam da oben einfach fünf Invasoren angeschissen. Das ist doch nicht wahr. Ist doch echt nicht wahr, ey. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen noch warten, ey. Aha. Der ist zumindest schon mal durch. Das ist schon mal gut. Dann macht der aber zumindest schon mal diesen Turm da platt. So, und das ist egal mit dem Jeep. So, die Energie kann er noch platt machen, genau. Zack. Und bam. Weg damit. Weg mit dem Scheiß. So, Leute, sehr gut. Dann fress dich hier weiter durch. Und mach den da oben kalt. Ach, wie geil. So. Und Bams. So. Sehr schön. Und hier das Silo noch. Zwei Schüsse weg. Hier auch. Zwei Schüsse weg. Aufstand der Bürger. Schau ich das an. Hey Phil. Nächster. So. Weiter geht's. Gut. Dann würde ich sagen, baue ich das noch einen hier hin und dann kann er eigentlich schon kommen, wa? Dann kann er ja eigentlich gleich schon kommen. So, dann haben wir die Mission nämlich gleich auch schon. Das Schwierigste war hier wirklich der Anfang, glaube ich. So, speichert das mal bitte. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten alten C&C Remaster. Und, Moment mal. Die eine Energie kann ich ja verticken. Und ja, da hoffe ich, dass euch nach wie vor hier gefällt. Wie wir hier hoffentlich die GDI platt machen. Genau, Leute. Und ja, der fährt jetzt hier durch, klar. Aber sollte klar gehen soweit. Gut, dann. Konstruktion fertig. Hier, so. Gut, Leute, dann speichern nochmal. Und los geht's hier. So, zack.
Und drauf da. Ist sehr schön. Genau. Und dann hier jetzt von innen heraus platt machen. So. Die funktionieren wieder, warum auch immer. Okay. Genau. Ich habe einen Obelisken. Oh, 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 oh. Nein. Verdammt. Mach den platt, den Mammut. Los. Den Mammut. Ach, genau, danke. Boah. Der hat mir aber ordentlich was platt gemacht hier. Wow. Okay. Mannequin. Gut. Dann bockt mal hier Schützen, Leute. Schützen. Nein. Boah. Ey, Leute. Jetzt wird's interessant, ey. Jetzt wird's echt interessant. Drei Kampfpanzer. Ja, das könnte noch zu früh gewesen sein. Ja, das war zu früh. Okay. Alles klar, noch nicht angreifen. Gut, dass ich das auch weiß. Okay. Meine Güte. Okay. Da muss ich noch ein Großkraftwerk mit einem Obelisken bauen. Pff, shit. Das dauert doch viel zu lang. So. Lebensmittel unzureichend. Mensch, Sammler, sammel doch mal vernünftig und schnell ein hier. So. Jawohl, Sir. Und bam. Genau, so. Ja, lass. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft, liebe Leute. Dann kommt er ja wirklich mit allem Scheiß an, was er hat. Ne? Mannequin und allem. Konstruktion, Taktik. Ist verdammt interessant, wie der Gegner dann reagiert. Ne? So. Gut. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal auf zwei Sammlerladungen zu warten. Wobei das langsam echt knapp wird wegen dem scheiß Panzer da. Genau, so. Puh, ey. Oh Mann. So, und tschüss, genau. Und der fährt wieder unten rum, aber das ist okay. So, Leute. Da müsste ich nämlich mal so langsam mich wirklich mal um die... Ja, eigentlich... Eigentlich habe ich da keine Kohle mehr für, ne? Naja. Die sind halt so scheiße teuer, die Teile. Was soll ich machen? Und bevor der Sammler jetzt wieder da unten herfährt. Wie viel braucht das Ding denn noch? 1500? 300 oder so, ne? Wartet mal. Vielleicht sind das hier oben hier schon 300. Wer weiß. So. Und da. Und dann hier. Und dann einfach durchfahren, komm. Und nach Hause, los. Fahr heim. Wow. Okay. Ich glaube, dann war's das nämlich. Dann kann ich nämlich angreifen. Speichern nochmal. Ach. Na komm schon. Ey, speichere das doch. Mission 5 Add-on. Alles klar. Dann bin ich mal gespannt jetzt. Bitte reiche aus, ey. Yes. Sehr schön. Gut. Sammler, bleib mal bitte hier oben. Dann würde ich sagen, greife ich nochmal an. Dann greife ich nochmal an. So, und zack hier. Los. So. Und bam. Genau. So. Und hier. Genau. Und hier, zack. Und den und die reinziehen. Los. Zieh die Einheiten bitte in die Obelisken. Und jetzt kann der Sammler ja da sammeln. Ja, das ist ja... Oder wartet mal. Nein, nein. So, der Mammut ist weg. Sehr schön. Das läuft doch gut, ey. Das läuft doch jetzt echt gut. Und allen Scheiß von dem jetzt mal hier wegmachen, los. Gut. Oh, da kommt damit noch mehr. Oha. Okay. Okay, drauf da. Los. Okay. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, dann... Komme ich da nicht hin? Ach, verdammt.
Verdammt, ich komme da nicht hin. Ah, gut. Der Turm, der nervt nämlich hier. Oh, und der Raketenturm auch. Das ist jetzt blöd. Wo hat er die Energie her, verdammt? Dann muss ich da leider noch mal ein bisschen hier Minikram einsammeln. Wenn der Raketenturm funktioniert, dann ist das scheiße, ja. Das ist richtiger Müll. Kann ich hier nicht irgendwas von dem platt machen noch? Nö. Hm. Aber jetzt hat er zumindest keine Einheiten mehr, ne? Ich muss irgendwie diese Türme hier wegkriegen und dafür brauche ich eigentlich Panzer. Oder noch einen Geschützturm, wartet mal. Ist das mies? Okay, da muss ich zwei Türme verkaufen. Ja, ich muss zwei Türme verticken. Okay. Am besten kein Geschützturm, sondern ein Obelisken nochmal. Ja, keine Ahnung, wo der die Energie jetzt noch hat, ne? Das geht doch nicht so schnell. Ich dachte, dann hätten wir das Ding gleich, aber dem ist nicht so. Ja, gut. Dann muss ich da gucken, wo der noch hier irgendwelche Energien hat. Ja. So, dann kann ich ja hier jetzt nochmal den Obelisken dahin bauen. Ja, ja toll. Ein Silo platt gemacht. Wow. Echt super. Dann muss ich mit dem hier noch ein bisschen rumgurken. Aber ich habe doch alles, alle mobilen Sachen habe ich, glaube ich, platt gemacht, ne? Das ist, glaube ich, so. Ja, wartet mal. Meine einzige mobile Einheit hier, ey. Oh je, aber gut, wartet mal. Ich kann doch noch einen Obelisken bauen, den hier verkaufen. Genau. Gibt's hier nicht noch Geld irgendwo? Oben in der Kirche ist bestimmt Geld, aber... Nee, das bringt nichts. Die Kirchensteuer kann ich auch woanders einnehmen. Das ist es ja nicht. Gut. Dann würde ich mal sagen... Der muss doch hier noch irgendwo Energie haben. Das kann doch nicht sein, weil sonst könnten doch die Türme nicht funktionieren. Irgendwas stimmt mit den Dingern nicht. Doch nicht, ey. Der hat nur noch eine Energie. Ja, okay. Interessant, das ist echt lustig gerade. Weil an die komme ich ja auch nicht dran, wegen dem Scheiß der Teil da. Ach Mann, Leute. Was soll denn das? Unsere Basis wird angegriffen. Ja, super. Toll. Jetzt habe ich noch nicht mal keine Mining-Fabrik mehr. Ja, super. Super toll. Hätte ich das auch verkaufen können. Oh Mann, ey. So, Sammler, sammel bitte Kohle ein hier. Und ab nach Hause. Puh, okay. Einfach oben rum. Ja, muss ich mich da Schritt für Schritt jetzt durchkämpfen. Das ist halt Müll. Aber das ist halt so komisch, dass die Sachen nach wie vor noch funktionieren, ey. Tja. Was soll ich da jetzt machen? Wartet mal. Ich könnte doch wahrscheinlich... 440. Ja, ich könnte ein Großkraftwerk verticken. Dann mach das. So. Das muss doch jetzt ausreichen. Oh, Gott sei Dank, ey. So. War ein bisschen Kohle zum Reparieren, ne? Ja, das ist... Das ist so ein Mist. Boah. Ein paar Soren hier. Ich brauche noch ein bisschen Kohle zum Reparieren gleich. Weil wenn ich ihn da hinstelle, wird er angegriffen. Oh nein!
Scheiße, das war's eigentlich. Unsere Basis wird angegriffen. So. Mach den Mist im Arsch. So. Jetzt die Mannequin-Fabrik. Ich frage mich, woher diese Teile die Energie haben, wirklich. Gut, dann bauen wir ein Flugfeld, bitte. Aber wartet mal, nein, nein, stopp. Ich kann doch einfach eine neue Raffinerie bauen, ey. Ich will eigentlich keine Panzer mehr bauen dafür. Uff. Ja, gut. Wartet mal, Leute. Das reicht doch nicht mal. Was soll das denn? So, jetzt aber. Meine Güte. Ja, aber was bringt mir das? Wenn ich diese Scheiße da nicht wegkriege. Der hat ja irgendwie noch Energie. Muss ich nochmal laden. Shit, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein. Gut. Ich war hier noch vor dem Angriff. Jawohl, Sir. Tja. Jawohl, Sir. Was soll ich da machen jetzt? Wartet mal, lasst mich mal überlegen. Diese ganzen Verteidigungsanlagen. Der hat doch jetzt gerade keine Energie mehr, ne? Der hat ja jetzt gerade keine Energie mehr. Wartet mal. Jawohl, Sir. In Ordnung. Nimm mal einen Mannequin und greif das mal an. Jawohl, Sir. So, und dann zieht die Einheiten einfach da rein, weil da ist nämlich, da steht nämlich eine Waffenfabrik. So. Da steht nämlich. Ja, aber. Ob ich da dann. Das kann doch jetzt nicht sein. Wartet mal. So, da kommt der Mammut. Sehr schön, Leute. Gut. Ein Mammut kommt. Er ist Schritt für Schritt jetzt hier, ey. No mercy, genau. Mercy is for the weak. So, bam. Weg mit dem Mammut. So. Dann soll er mal mit allen seinen Einheiten hier ankommen. Die stehen da nämlich noch alle, ne? Genau. Aber dafür, für den Invasor brauche ich auch noch mal Geld. Für den Invasor brauche ich Geld, Leute. Oh Mann. Kommt dann. Genau, lass den einfach kommen. Jetzt kommt er nämlich mit allem, was er hat. So, dann würde ich sagen, bin ich jetzt mal gespannt. Der Sammler kann währenddessen hier... Zack, so. Kann währenddessen da oben die, den kleinen Kram einsammeln. Da kommt er jetzt. So. So, null. Ja, so, dann hoffe ich mal, dass die da jetzt vernünftig arbeiten. Das tun sie. Sehr gut. So. Die machen das gut, die Türme. So. Das sieht doch echt gut aus, Leute. In the name of Kane. So. Aber wenn ich das erobere... Wartet mal. Funktionieren die Dinger? Funktionieren die? Also nicht, dann... Kann ich die doch platt machen. Was soll denn der... Was soll denn der Geist? Warum mache ich die nicht einfach platt? Ja, weil dann die anderen wieder funktionieren werden, ne? Nee, noch nicht. Okay. Gut. Und dann... Nimm dir den Tarnpanzer. Oh nein, aber das muss nicht sein. So. So. Wartet mal. Ich muss das ein bisschen timen. Ich versuche nämlich zwei Türme auf einmal wegzukriegen.
Lass den da oben erstmal. So. Und jetzt. Und jetzt. Sehr gut, Leute. Oh mein Gott. Ich hab die scheiß Türme gleich weg. Ha, geil. Die funktionieren immer noch nicht. Weil der Ionenwerfer so viel Energie zieht, ne? So, dann. Und weg mit dem scheiß Turm, ey. So. Nein. Lass dich doch nicht von dem treffen. Lass dich doch nicht von dem treffen, Mann. Oh. Ja, toll. Dann. Aber jetzt kann der Sammler hier vernünftig arbeiten, oder was, ne? Wartet mal. So. Gut, dann kann ich hier eigentlich auch diese Verteidigungsanlagen hier verkaufen. Och, jetzt... Diese blöden Türme hier, ey. Mann. So. Kommt damit noch ein Hubschrauber jetzt. Ja, gut. Ach, was mache ich denn da? Hand von Matt? So. Gut, liebe Leute. Was ist denn das da? Ach so. Ich habe mich gerade wieder voll erschrocken, weil so ein komischer Schatten in meinem Zimmer war. In unserem Boah. Ja gut, egal. Alles klar, dann würde ich sagen, nehme ich mir jetzt die vier Gebäude hier. Das ist okay. Komm, dann bau Panzer. Und Kampfpanzer. So. Neue Bauoptionen. So, dann lass den Invasor bitte. Ja, natürlich. Nein. Nein. Die Energie. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Was? Was war das denn für ein mieser Move? Gut, aber ich hab's gespeichert zum Glück. Ey, was war das denn für eine hinterhältige Aktion? Der Gegner kann anscheinend nicht anders, ey. Mann! Jetzt muss ich das schon wieder machen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja gut, egal. Aber... Lock die einfach mal alle hier hin. So, wisst ihr was? So, dann... Auch die Mammuts hier schön reinziehen. So. Das kann doch nicht wahr sein, dass die Mission so viel Zeit frisst, ey. Mein Gott. Ach du Scheiße. So. So, alles klar. Dann kommt er jetzt wieder hier angeschissen. Der Turm wird gleich kaputt gehen, deshalb verkaufe ich den mal lieber. So. Alles klar. Gut. Alles klar, weg mit dem Scheiß da. Ach ja, es tut mir leid, dass meine Nase teilweise läuft. Tja. So, dann. Was eine sneaky Mission hier, ey. Mensch. Ah, gut. Alles klar, dann macht ihr bitte diesen Turm beim Arsch. Und bam. Du bitte auf diesen Turm. Nein, aber nicht von dem Ding treffen lassen. Du kannst doch von hier. Ja, genau. Wartet mal. Ich krieg gerade eine andere Idee. Ah, nee, erstmal die Raketentürme sind heftiger. Alles klar, Sammler. So. Gut, wieder ziemlich zeitgleich. So, bam. Und bam. Okay, sehr schön. Dann. Ach, dieser Kackturm da, der lebt noch. So. Doch, fahr doch nicht da rein, Mann. So.
Meine Güte. So. Dann fahr bitte nach da oben und spar bitte ein bisschen Geld, ey. So, ich brauche einen Invasor. So, Leute, die Folge ist zwar schon voll eigentlich, aber diese Mission möchte ich definitiv noch schaffen. Kack, Add-on, ey, wirklich. Das Add-on ist so schwer. Unfassbar. So, dann. Nein. Der fährt aber auch immer. Der muss aber auch unbedingt da reinfahren, ne? Ja gut, komm. Nee, wisst ihr was? Wartet mal, speichern nochmal. Mission 5 Add-on. So. Kann doch nicht angehen. Kann doch echt nicht angehen. So. Mach ich das jetzt nämlich anders. Bam, bam, bam. So. Mache ich das jetzt nämlich voll anders. Werde dann direkt hier. So. Und dann geht's jetzt weiter. Meine Güte. So. Mach die Scheiße weg. Kann ich das Ding vielleicht einnehmen? Ja, wartet mal. Lass den das mal machen. So. Und wisst ihr was? Helft dem mal. So. Und bam. So. Lass den ruhig die Mauer abschießen. Ist okay, Leute. Gut. Dann kommen gleich wieder Invasoren, ne? Das heißt, da muss ich da wieder aufpassen. Ich kann Buggys bauen. Ich kann Kampfpanzer bauen. Dann brauchen wir ein paar Kampfpanzer. So, los. Ach, Leute, ihr nervt. Du nervst. Da sind wieder die Invasoren. Gut. Alles klar. Sehr gut. So, Leute. Dann helft diesem Turm da mal. So. Sehr, sehr gut. Sehr gut, Leute, sehr gut. Ich glaube, wir haben gleich unser ersten Panzer hier. Oh mein Gott. Ja. Wir haben einen Kampfpanzer. Einen silbernen Kampfpanzer. Ach, geil. Okay. Alles klar. Gut, danach werde ich noch einen Wüstenjäger bauen. Einen Humvee. Da kommt er. Da kommt der Sack wieder mit seinem Scheiß an, ey. Gut. Aber bevor er das versucht, bitte. Stell die Mannequin dahin, ey. So. Bevor er mir wieder die Waffenfabrik wegnimmt. Ich brauche noch einen Sammler, ne? So. Da kommt er mit seinen Invasoren. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht. So. Zack, du Penner. Und weg damit. Können die ja mal das Silo hier platt machen? Genau. Kann ich den noch verticken eigentlich? Und dann können wir uns hier vernünftig aufbauen. Jawohl, Leute. Oh, Act of Instinct. Sehr schön. Wieder Remix-Fassung hier. Um Gottes Willen. Na gut. Panzer. So. Sehr gut, Leute. Wir haben Panzer. Oh mein Gott. Wir haben echt Panzer. Das ist so krass. So, dann. Hä? Wo hab ich denn jetzt die Kohle hergekriegt? Der Sammler, der war doch gar nicht da drin. Naja, gut. Egal. Zwei Kampfpanzer. Oh mein Gott. Ist das geil, ey. So, verticken. Kampfpanzer. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir es aber gleich. Jetzt haben wir es aber gleich, ey. Meine Frösche. So, fahr da drauf. Fahr das Mannequin kaplatt. So. So, Leute, wir haben die Basis hier oben kalt gemacht. Alles klar. Dann
Mach das bitte platt, ey. So. Dann haben wir tatsächlich nur noch die Karte erkunden und das hier platt machen. Oh mein Gott. Dann haben wir es endlich. Sehr schön. Dann brauche ich auch keine Großkraftwerke mehr, ne? Hier, das hier auch nicht mehr eigentlich. So. Dann ein silberner Jeep. Mit dem werde ich erkunden, Leute. So. Oh, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Das hat jetzt aber auch lang genug gedauert. Ey, 2,5 Folgen. Oh Mann. Na gut. Missionen im Add-on, die sind echt teilweise echt mies, ey. So. Aber gut. Haben wir es gleich geschafft. Können wir so ein bisschen in den Genuss der GDI-Einheiten kommen. Die werden wir ja auch bald spielen, ja, die GDI. Mit dem besseren Arsenal vor allem, ey. Nicht mit diesem Mini-Arsenal von den Not. Jetzt brauchen wir sogar schon Silos, oh mein Gott. So schnell kann sich das Blatt hier wenden, ey. Blöder Penner. Also wirklich. Das hat sich jetzt lang genug herausgezögert. So. Ja, Leute, wie gesagt, vergibt es mir. Meine Nase ist ein bisschen am Laufen. Ich werde beim nächsten Mal versuchen, das ein bisschen auszuschneiden. Keine Ahnung. So. Gut, dann nur noch hier unten gucken. Ja, hier unten war ja nur Kohle, ne? Gut. Dann haben wir das ja jetzt hier. Ein für alle Mal, ey. So. Blöder Nervensack. Okay, Team 1. Fahr bitte dahin. Kampfpanzer. Geil, Leute. Silberne Kampfpanzer. Ich habe mir das, glaube ich, aber auch ein bisschen selber schwer gemacht, ne? Ich hätte, glaube ich, einfach von Anfang an die Energie übernehmen können. Ne? Dann wären die Türme nicht mehr... Dann hätten die Türme nicht mehr funktioniert. Und, ja, dann wäre das besser gelaufen, glaube ich. Aber gut. Es ist am Ende trotzdem erfolgreich. Ne? So, dann. Alles klar. Dann nochmal kurz hier unten hinschicken. Team 1. Dann bitte sofort auf die Energie da ballern. Ach, die funktioniert schon gar nicht mehr. Ja gut, na dann. Doch. Funktioniert doch noch. Okay. Funktioniert ohne Energie das Ding, oder was? Auch geil, ey, echt. So. Und dann drauf ballern. Los. Platt machen. Los, mach den Scheiß weg hier. Und bam. Noch einmal speichern. Nicht, dass ich das einnehmen muss. Glaube ich aber nicht. Ja, man weiß ja nie. So, und tschüss. Und drüber fahren. Mach den Knochenbrecher hier. So. Das war's. Sehr schön. Leute, Mission 5 vom Add-on ist geschafft. Oh mein Gott. So, Leute, das war's. Mission 5 vom Add-on. Sehr schön. Mantel und Degen Bonusgalerie freischalten. So. GDI 71, Not 26. Sehr schön, Leute. Ja, dann haben wir noch 3 Missionen. Und wir haben ja auch noch Konsolenmissionen. 4 Stück, ne? Also es wird nicht enden. So. Programmierer des Punktebildschirms. Barry Green, Programmierer des C&C-Punktebildschirms. Aha. Cool. Barry hat auch hinter den Kulissen an den Videosequenzen von C&C und Alarmstufe Rot mitgearbeitet. Gute alte Alarmstufe Rot. Jawohl, liebe Leute.
Jo, da würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen und ja, wie es hier weitergeht mit gewaltsamer Übernahme, sehen wir das nächste Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Tschüss. Ne?